Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich mal wieder. Und zwar heute mit einer Doppelvorstellung. Erstens mal das Icon SEK 2 Tech. Böhler N695, steht zumindest drauf. Um die 58 Rockwell soll das Teil haben. G10 Griff, 10 cm Klingenlänge. Ja, wie man sieht, mit Spearpoint-Klinge, also schon dolchförmig. Das Ganze doch sehr taktisch angehaucht, auch mit einer schwarzen Beschichtung. Ist eine Leihgabe von Fabi. Vielen Dank nochmal. Mit der Bitte, es zu testen. Und wir haben hier eine Klingenstärke von etwa 4 mm. Die Grifflänge messe ich gerade mal nach. Das sind exakt 108 mm. Jedenfalls bis zum Abschluss des G10 Griffs, der hier verschraubt ist. Und ja, dann wollen wir das Ding mal testen. Das kommt in dieser Kydex. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach nur Paracord drum zu machen, weil mir Taglock doch etwas sehr aufträgt zurzeit, gerade wenn ich es quer tragen will. Bei dieser Bindweise habe ich halt die Option, dass ich es vertikal oder horizontal tragen kann. Die Kydex hat hier auch ein Drainage Hole, komischerweise nicht unten, wo es hingehört, sondern etwa 1,5 cm oberhalb, sodass ich da immer noch Wasser sammeln kann, aber sei es drum. Das Loch ist da. Die Kydex sitzt auch relativ sicher, also da wackelt nichts, aber man kann es halt echt easy rausholen. Also wenn ich das Messer in der Kydex schüttel, dann ist es unter Garantie draußen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Wozu hier die beiden Löcher da sein sollen, keine Ahnung. Taktisches ist jetzt eigentlich gar nicht mein Fall, aber ich will mal testen, wie es sich im normalen Outdoor-Gebrauch schlägt. Und weniger labern, mehr machen. So, das Ganze dann hier auch wieder mit Kanthölzern. 70er Durchmesser, 70er Weite. Und wir wollen mal gucken, wie es sich schlägt. Also wir haben hier das Glück, dass das Holz echt komplett astfrei ist. Spaltwirkung ist dementsprechend relativ hoch. Dazu habe ich die Kanthölzer relativ kurz abgeschnitten. Allein damit ich nicht allzu viel Material verschwende. Weil ich ja jetzt nicht wirklich vorhabe, großartig ein Feuer zu machen. Ich bin noch heute etwas sehr eingespannt. Die letzten zwei Wochen lag ich flach und konnte dementsprechend so gut wie gar nichts machen. Nun ist einiges liegen geblieben, das ziemlich zügig aufgeholt werden muss. Also hier an diesem astfreien Holz habe ich jetzt gar keine Probleme. Das geht super durch. Wie es sich im Normalfall mit anderen Hölzern verhält, die verastet sind, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir gucken mal einfach. Also hier an diesem Stück Holz ging es jetzt ohne Probleme. Das wäre wohl aber für kaum ein Messer ein ernstzunehmendes Problem gewesen. Das würde auch mein Mora Companion hinkriegen. Aber ich will es nicht schlecht reden. Wir gucken einfach, wie es geht. So, erst ein paar Löckchen gemacht. Die Löckchen sind super. Was wohl einfach daran liegt, dass Fabi das Ding nochmal komplett nachgeschliffen hat. Und das kann er richtig gut. Richtig gut. Also die Schneiden sind super fein. Sehr schnitthaltig. Schnitthaltig. Zündfreudig. Ich laber heute wieder. Man merkt, dass ich noch nicht komplett auf dem Damm bin. So, Feuerstahl. Wieder mal der Feueroschi von Dirk Wanger. Ich möchte die Messer ja alle unter denselben Voraussetzungen testen und deswegen, yalla. Ja.
Also da tut sich jetzt nichts, was wohl auch einfach an der Beschichtung liegen mag. Nee, also es kommen dann zwar ein paar Löckchen, ein paar Fünkchen, aber das reicht nicht, um hier irgendwas zu entzünden. Zum Vergleich mal der Feueroschi, der Wanger Outdoor Cutter, also das WOC 2 Plus von Dirk. Selber Feuerstahl, selber Ferrostick. Also da geht deutlich mehr, das geht einfach besser. Ich denke mal, dass es hier an der Beschichtung liegt, für taktische Zwecke vielleicht ganz geil. Für mich im Wald draußen, wenn ich jetzt kein Feuerzeug dabei habe. Feuerzeug ist natürlich immer die erste Alternative, was ich hier vorstelle, ist ja eine Option. Nicht die einzige Möglichkeit, sondern nur eine Option. Aber wie man sieht, mit dem Wanger Outdoor Cutter deutlich besser. Das funzt einfach. So, dazu noch mal der Griff. Ist der haptisch irgendwie bequem? Nee, absolut nicht. Also wenn ich damit längere Zeit arbeiten wollte, ohne Handschuhe, geht gar nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Handschuhe unbedingt mögen. Und die Kanten sind nicht wirklich gerundet. Also für mich ist es keine Option, aber gar nicht. Zumal ich mich mal über den Preis schlau gemacht habe. Das Ding kostet um die 200 Schleifen. Und da frage ich mich, ist es gerechtfertigt? Wenn jemand auf taktische Messer steht, auf Made in Germany steht, ja, mein Gott, dann soll er es sich kaufen. Würde ich es mir kaufen? Nein, definitiv nicht. Für meine Zwecke total unbrauchbar. Wenn ich gerade kein Feuerzeug dabei habe, und das habe ich als Raucher zwar eigentlich ständig, aber ein Feuerzeug kann mal leer sein. Den Feuerstahl habe ich eigentlich auch ständig dabei. Ich bin halt so ein bisschen bekloppt, würde ich mal sagen, aber der Feuerstahl ist wirklich ständig dabei. Messer habe ich eh ständig dabei, daher ist es eine Option, auf die ich mich verlassen kann. Also eine Kaufempfehlung für Outdoor-Enthusiasten, nö. Einfach nö. Aber genug davon. Das Messer geht ja auch gleich an Fabi zurück. Ich habe durch einen Tauschdeal dieses Stück bekommen. Ein CDS Axarkia. 9,5 cm Klingenlänge. Grifflänge muss ich auch gerade mal nachmessen. Ich habe das jetzt schon ein paar Tage in Gebrauch. Und wir gucken mal. Na, kann man es sehen? Nee, kann man natürlich nicht. Grifflänge etwa 12 cm. Das Ganze kommt hier mit Mikata. Die Schalen sind fest verbaut, lassen sich also nicht lösen. Das Ganze hat als Stahl MV58, soll wohl MOVA 58 heißen. Und ist damit in derselben Klasse wie der 14116. Das Ganze hat eine Klingenstärke von nahezu 5 mm, was ich doch recht ordentlich finde. Das Ganze hat eine Klingenhöhe, hier vorne gemessen, von 34 mm. Ist auch schon nachgeschärft, aber nicht wirklich dolle. Hier oben ein Jimping, ich brauche es nicht, aber das ist jetzt nicht so aggressiv, dass es mich stören würde. Und ja, angeblich 95 mm Klingenlänge, ich komme hier gemessen auf 97, was jetzt aber auch nicht schlimm ist. Das Messer an sich bei Handschuhgröße 10 etwas beengt. Also finde ich jetzt nicht ganz so bequem. Bei Handschuhgröße 8 mag es deutlich besser liegen, aber hier kann ich nicht vollgreifen. Da wird der Zeigefinger direkt hier zusammengequetscht. Brauche ich jetzt nicht, stehe ich nicht gerade so drauf. Ansonsten das CDS-Logo gelasert. Sehr schön gemacht. Droppoint stehe ich ja eh drauf. Das Ganze erinnert mich irgendwie an ein Muela-Modell.
Und wir wollen gleich mal gucken, wie es performt. Hier mit roten Linern unterlegt, eigentlich auch sehr schön gemacht. Aber zuerst noch die Scheide. Also, der Feuerstahlhalter ist inkludiert. Feuerstahl ist auch mit dabei. Passt mir eigentlich ganz gut. Hier auch die Option zum Quertragen. An sich sauber verarbeitet. Option zum vertikalen Tragen ist auch gegeben. Was mich aber stört, ist dieser Druckknopf. Der liegt nämlich genau da, wo ich mein Messer einführe. Das Problem gab es auch schon mal bei einem Muela-Modell. Ich weiß gerade nicht welches. Und es ist praktisch nicht möglich, das Messer in die Scheide zu packen, ohne an diesen verschissenen Druckknopf zu kommen. Diese Lösung mag optisch was hermachen, obwohl oder auch nicht, aber ist es praktisch einfach selten dämlich. Also, das ist wirklich absolut nicht schön. So, man hört es glaube ich auch schon. Ich komme praktisch immer an diesen Druckknopf und das ist einfach nur Kacke. Richtig, richtig Kacke. Ich meine, das Messer kostet nicht die Welt, es sind 85 Euro. Ich habe es durch einen Tauschdeal bekommen zu einem etwas geringeren Wert. Ich habe dafür ein RSK Megalodon und noch ein 20 hergegeben. Also Tauschwert waren 70 Euro. Aber naja, Scheide eigentlich sauber verarbeitet, wenn die Konstruktion nicht einfach so dämlich wäre. Aber genug geblubbert, gucken, was dieses Messer am Holz kann und wir sehen uns gleich nochmal. So, auch hier hatten wir wieder das 70er Kantholz. Gleiche Voraussetzungen wie bei den anderen Messern auch. Und jetzt schauen wir mal. Also auch hier gehen super feine Löckchen. Gar keine Frage. Funktioniert alles soweit tadellos. Also auch wirklich von feineren bis gröberen Löckchen alles möglich. Ist soweit okay, das sind halt, ich sag mal, Bushcraft Basics. Ist jetzt nichts Weltberühmtes, was ich gerade hier vorführe. Allerdings, wie gesagt, zeitlich etwas eingespannt. Ich muss heute noch hinne machen. Und jetzt auch wieder am Feuerstahl. Mal gucken, ob wir damit unsere Löckchen ankriegen. Schön wäre es natürlich. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Naja, ein wenig aufwendiger als beim Wanger Outdoor Cutter, aber es geht. Also von daher, ja, funktioniert. Kippe ist an, Feuer würde ich damit auf jeden Fall wohl auch ankriegen. Aber halt etwas umständlicher. Zum Vergleich hole ich jetzt nochmal den Wanger Outdoor Cutter ran. Also das WOC 2 von Dirk Wanger. Hier wieder in der Version mit schwarzem G10, was ich halt ziemlich geil finde. So,
Auch hier wieder Löckchen. Ohne Probleme möglich. Aber das Messer hatte ich auch schon mal vorgestellt. Deswegen jetzt nur mal in aller Kürze gucken, was hier beim Feuerstahl geht. Die Löckchen sind jetzt deutlich gröber als die anderen, die ich eben gemacht habe. Aber die Leistung des Feuerstahls bzw. des Messers mit dem Feuerstahl klappt soweit einfach. Na komm. Hier viel gröbere Löckchen, klappt trotzdem. Also von den Low-Budget Outdoor-Messern, ich sag mal Low-Budget in dem Sinne, unter 100 Euro, ist der Bange Outdoor Cutter, finde ich definitiv im Moment mit das beste Messer überhaupt. Wenn ich einen Flachschliff haben will, vernünftigen Stahl, den ich einfach leicht schärfen kann, ist das Ding einfach eine super geile Option. Ich trage es auch im Moment wieder wahnsinnig gerne. Immer noch legal zu tragen. So, aber wie gesagt, ich habe heute genug geblubbert. Ich muss noch weiter. Ich verabschiede mich erstmal von euch, wünsche euch frohe Weihnachten. Falls ich es nicht mehr schaffe, ein neues Video zu machen, ja, natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich denke mal, wir sehen und hören uns definitiv bald wieder. Macht gut, tschüss!